Nicht? Ich glaube, ich kann mal so entlang. Sicherheit geht vor. Passt. So. Aber von unten sieht man es, glaube ich, auch so ein bisschen. Ob es jetzt das Holz ist oder ob es was anderes ist. Also halt, ob es jetzt ein Eichelholz ist oder Dschungelwood. Oder so etwas in der Art. So. Boah, das ist schwieriger als man denkt. Weil da kann man nur ganz, ganz kurz draufklicken. Und wenn man zu schnell ist, ist zack, ist alles weg. Ehrlich gesagt habe ich jetzt da am meisten Angst, dass ich da. Okay, passt. Hat funktioniert. Und hier drin muss ich mir auch noch was wegen der Dekoration überlegen. Aber zumindest ist hier mal das Dach oben. Ich glaube, das kennzeichnet so ein bisschen mein Dorf. Dieses Dach hier und solche Spitzdächer. Ich finde, das mit der Mauer schaut ziemlich geil aus. Sieht man noch auf der Map oben. Und ich finde, das kann man so lassen. Ich finde, das passt auch sehr gut. Ich mache jetzt mal mein Inventar ein bisschen leerer. Und dann schaue ich mal runter in die Höhle. Ich meine, wir haben zwar schon ein bisschen Kohle gefarmt. Aber trotzdem, an sich ist es noch immer viel zu wenig. Und deswegen suche ich mir mal eine leere Kiste. Eine. Ja, wurscht. So. Alles raus hier. Fleisch nehme ich mal mit. Und ich hätte gesagt. So, lala. Mehr brauche ich ja nicht. 16 Kohle haben wir sicherlich noch. Nee, oder? Ja, da haben wir sogar noch was. Ich habe nämlich gerade Lust auf so eine Erkundungstour. Ah ja, Fail. Eigentlich bräuchte ich ja nur. Oha, Mann. 8 Wooden Planks. Das ist ja relativ wenig eigentlich. So, ich esse nochmal schnell was. Und dann hätte ich gesagt. Irgendwie will ich auch da drüben was beim Turm. Da. Beim Ofenraum. Irgendwie so einen Geheimgang runterbauen. Aber zum einen bräuchte ich da noch irgendwo einen Schalter, den ich drücken kann. Zum anderen muss es dann noch perfekt getimed sein. Und ich weiß nicht, das soll irgendwie so in eine Mine führen oder in eine. Wobei, ja, ich brauche nicht noch ein zweites Lager. Ich glaube, eine Mine wäre ganz nice, wenn ich dann da unten so quasi mein Strip, mein Areal hätte. Areal. So, da geht's herunter. Dann gehe ich auch darunter. Und ich glaube, genau hier. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und zack, 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 zack. Um das irgendwie vielleicht besser zu markieren, hätte ich gesagt, hier. Weil ich tue mir am Anfang, also immer wenn ich hier dann da rauskomme, ich glaube, hier. Ne, das ist eine Sackgasse. Irgendwo da, kann das sein. Oder da. Warte mal kurz. Hier? Ist es hier? Nö. Ich vermiere mich ja schon selber in meiner Höhle. Geil. Da. Genau. Dass ich hier so quasi so ein Tor baue. Dazu muss das alles noch weichen. Ansonsten erkennt man das Tor nicht. Hier so. Jo. Das wird schon passen. So, und dann begebe ich mich mal etwas runter. Also hinab. Etwas runter, sehr deutsch. Jo. 14. Genau. Hätte ich gesagt, ich buddel mich da kurz mal rein.
Zum einen will ich Diamanten haben und zum anderen gehe ich jetzt auch kurz so ein bisschen auf Stein, auf Steine farmen. Ich werde das jetzt nicht allzu lange machen, weil ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt, keine Ahnung, 5 Stunden lang mache, nein, Spaß, aber zumindest eine Folge lang, dann regt sich wieder jeder darüber auf und sagt so, nee, ist doch scheiße, das ist doch Bullshit, aber ich gebe mal, so, mach das mal ganz so. Ja, komm, Redstone nehme ich mal mit. Warum nicht? Eigentlich bin ich ja nur auf die EP-Punkte geil. Ich bin ja mal ehrlich. Ma, ich bin es so gewöhnt, dass die Diamantenspitzhacke bzw. die Spitzhacken, egal welche ich habe, auf der, also hier wo jetzt das Redstone liegt, dass es da liegt. Aber ich habe das jetzt umplatziert, damit ich hier ein bisschen schneller vorankomme. Eigentlich geht es mir nur um die Fackeln, dass ich nicht so lange scrollen muss. Vielleicht wäre es auch geschickter, wenn man den Gang 3 hochbaut. Okay, das Zeug nehme ich gleich mit. Ich nehme jetzt nur mal schnell das Zeug mit, was auf dem Weg liegt. So. Und das meinte ich halt, wenn ich jetzt irgendwie Stein brauche oder Rohstoffe. Okay, für Rohstoffe kann man ja noch immer in eine Höhle gehen. Aber wenn ich Stein brauche, dass ich dann im Livestream, dass ich einfach mal dann hier die Welt starte, runtergehe, da drüben, wo ich dann meinen Geheimgang mache. Und dass ich dann dort mal beginne, ein bisschen zu strip minen. Geil, Lava. Eigentlich bräuchte ich auch noch einen Eimer Wasser mit. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Sehr gut. Ma. Alter, wie tief die Lava nur ist. So, dann bauen wir uns da mal entlang. Ist da irgendwo etwas? Vielleicht da hinten. Soll ich nochmal schnell Wassereimer holen? Ich glaube, das mache ich mal. Aber vorher nehme ich nochmal das hier alles mit. Das ganze Redstone, die Kohle. Kann ja nicht schaden. Dann schauen wir halt, dass wir mit Level 10 hier rauskommen. Außerdem habe ich schon oft erlebt, dass hinter Kohle sich Diamanten ja, verborgen haben. Oh, Lapis Lazuli. Sehr schön. Gut, dann sprinte ich mal nach hinten. Oh ja, jetzt hört man wieder, wie ich meine Leertaste vergewaltige. Ist zwar jetzt ein bisschen blöd verlaufen, weil ich meinen Wassereimer vergessen habe. So, mal was essen. Und die Diamantenspitzhacke wieder umplatzieren, weil ansonsten finde ich mich wieder nicht zurecht. Warte mal. Da geht's lang. So, das Schwert gezückt. Genau. Erkennt man doch viel, viel besser, finde ich. Vielleicht hier noch ein paar Fackeln dran, damit man das noch besser erkennt. Und ich habe mir auch überlegt, vielleicht hier so einen Raum zu bauen, so einen kleinen. Und dann zack, hier rauf gehopst. Oder zumindest einen besseren, jo, Abgang. Sodale. Oh, es ist Nacht draußen. Sehr schön. Gut, dann hopst du nochmal schnell rauf und raus. Alter, das gibt jetzt saftige EP-Punkte. Bam, Junge. Wobei, ich bin jetzt nicht auf WP aus. Ich will ja da hinten jetzt mal langsam, was ich ja am Anfang der Aufnahme erwähnt habe, mal langsam den Berg beseitigen und die Ebene begradigen. So. Außerdem habe ich mir auch überlegt, irgendwie vielleicht mal ein paar Schafe oder, keine Ahnung, Kühe, Schweine oder sonstiges hier mal ein bisschen lieber zu machen, weil
Ja, verpiss dich doch, scheiß Spinne. Weil ich finde, dass wir viel zu wenig, viel zu wenig Tiere in der Umgebung haben. So, pass auf. Zack. Tut mir leid, aber du musst dein Haus nochmal woanders hinbauen. Weil das hier einfach nur störend ist. Steht eh überall nicht abbauen, aber ich baue es trotzdem ab. Oder nicht abreißen. Wie gesagt, tut mir leid, ich lasse noch. Ey, ich werde gerade angerufen. Ah. So, tut mir leid, Leute. Ist mir auch noch nie passiert. Ich baue das hier nochmal schnell ab. Und da muss ich aber so oder so aufhören. Das heißt, es war heute quasi nur eine kleine Aufnahmesession. Morgen mache ich dann so oder so weiter, damit ich jetzt mal ein bisschen Videomaterial habe, um dann wieder auch also das Afterfall Let's Play aufzunehmen. Ganz einfach. Ja, und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Aufnahmesession bzw. bei der nächsten Folge wieder dabei. Bis dorthin sage ich haut rein, Leute. Habt noch einen schönen Nachmittag. Und ja, ciao, Leute.